Hallihallo, meine lieben Sammys, und willkommen aus dem schon wieder neuen Studio. Seit innerhalb einem Jahr bin ich jetzt zweimal umgezogen. Ich glaube, das Studio davor habt ihr noch gar nicht zu sehen bekommen. Deshalb trotzdem herzlich willkommen. Ja, ich weiß, es ist in den letzten Jahren nicht ganz so viel los gewesen auf meinem Kanal, aber das soll sich jetzt wieder ein wenig ändern. Und da ich natürlich auch Kommentare lese und schon extrem lange kein Warrior Cats Video gemacht habe, dachte ich mir, ich mache einfach mal wieder ein Repaint-Update. Aber zu meinen Warrior Cats Customs. Deshalb herzlich willkommen an alle Warrior Cats Fans, die schon immer mal wieder so um meinen Kanal orbiten, weil doch immer mal wieder ein bisschen Content kommt. Heute wurden eure Gebete erhört, deshalb kommen jetzt die ganzen Warrior Cats Customs, die sich über die Jahre angesammelt haben. Es kann gut sein, dass ihr ein paar der Customs schon aus dem letzten Video kennt. Ich weiß es leider nicht mehr genau, welche ich damals alle vorgestellt habe. Deshalb mache ich jetzt einfach alles nochmal in einem Rutsch durch. Manche habe ich auch verkauft und manche habe ich ein bisschen angepasst und ja, neu gemacht. Deshalb, ja, viel Spaß bei diesem Video. Ich beginne einfach mal bei den Miezen, wo ich weiß, dass ich sie im letzten Video schon definitiv vorgestellt habe. Und zwar sind das einmal Rabenpfote, Borgenpfote, Sandpfote, Feuerpfote und Graupfote. Die drei habe ich schon sehr lange in meiner Sammlung. Ich werde es jetzt auch nicht nochmal näher zeigen. Wer sich interessiert, wie die ganzen Süßen aussehen in voller Pracht, der kann sich gerne mein letztes Video dazu angucken. Da zeige ich sie alle nochmal einzeln. Aber nur damit alles komplett ist, zeige ich die Süßen jetzt nochmal alle zusammen, damit ihr einen Eindruck habt, was euch erwartet, falls ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt. So, diese vier sollten euch aus dem letzten Video aber auch noch geläufig sein. Das sind einmal Habichtfrost, einmal Rotschweif, einmal Löwenherz und einmal Langschweif. Die waren letztes Mal auch schon fertig. Ich zeige sie eben nur noch mal der Komplettheit halber. Allerdings hat sich tatsächlich eine Sache geändert, denn Habichtfrost, ich glaube, hatte ich ihn letztes Mal als Brombeerkralle vorgestellt? Ich glaube, ich hatte ihn letztes Mal als Brombeerkralle vorgestellt, aber ich fand, dass Habichtfrost besser gepasst hat. Deshalb hat er jetzt blaue Augen bekommen und es ist ein neuer Brombeerkralle bzw. Brombeerstern gemacht worden. Den zeige ich euch aber im Verlauf des Videos. So, und bei ihm fängt's an. Hier bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich ihn im letzten Video schon gezeigt hatte. Das ist Schwarzstern bzw. Schwarzfuß. Der ist aus einem Bullyland-Kater entstanden und ich habe ihn eigentlich relativ einfach weiß angemalt mit schwarzen Ohrspitzen und schwarzen Pfoten und hübschen gelben Augen. Hier seht ihr sein Gesicht auch nochmal ein bisschen detaillierter. Er ist jetzt kein absolutes Meisterwerk, aber ich finde, man erkennt ganz gut, dass es Schwarzstern sein soll. Er hat diesen muskulösen, dicken Körper und dieses schöne, glatte, weiße Fell und die typischen schwarzen Pfoten und schwarzen Ohrspitzen, wie er auch im Buch beschrieben wird. Ich fand, das Modell passte ganz gut zu ihm und ja, man erkennt, glaube ich, direkt, wen es darstellen soll. Als nächstes haben wir eine Katze, die im letzten Video so, ja, angefangen war. Ich hatte sie noch nicht fertig, aber ein paar Wochen nach dem Video habe ich sie dann fertiggestellt. Was mir einfach sagt, wie unfassbar lange es gedauert hat, bis ich einen zweiten Teil von dieser Serie gemacht habe jetzt. Das ist Leopardenstern aus dem Flussclan. Eine hübsche Bengalkatze, die mit diesem typischen Leopardenmuster beschrieben wird in ihrem Fell. Und ich glaube, das war die allererste Bengalkatze, die ich je gemalt habe. Deshalb war das für mich eine ultra große Herausforderung, weil das Muster natürlich sehr detailliert ist und ja, man sollte natürlich auch erkennen, dass es Leopardenstern ist. Ich habe ein Siam-Katzenmodell dafür verwendet von Safari Limited und ich finde, das passt sehr gut zu ihr. Sie guckt sehr schön aufmerksam und wach. Genauso habe ich mir Leopardenstern auch immer vorgestellt, wenn ich die Bücher gelesen habe. Das Modell ist echt niedlich. Ich hätte vielleicht, da ärgere ich mich jetzt über mich selbst, dass ich die Unterseite nicht bemalt habe. Aber ich habe mittlerweile schon mehrere Bengalkatzen bemalt. Da habe ich die Pfotenunterseiten auch bemalt. Deshalb, es kann gut sein, dass sie deshalb einen Touch-up bekommt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Wir werden sehen. Aber bis dahin finde ich, dass das Modell sehr gut zu guten Leopardenstern passt. Natürlich auch noch ein paar Honorable Mentions. Diese zwei sind auch schon seit dem letzten Video fertig. Das sind einmal Tigerstern, aka Tigerkralle und Dunkelstreif. Die sind natürlich auch mit von der Partie. Sie sind schon ultra alt, aber sie sind immer noch in meiner Sammlung und noch nicht neu gemacht, obwohl ich mittlerweile, denke, doch etwas bessere Kastfähigkeiten besitze als das, was ich damals hier fabriziert habe. Trotzdem sind die zwei immer noch sehr cool und Tigerkralle hat sogar aus dem einen Warrior Cats Film, den ich gemacht habe, immer noch etwas Blut im Gesicht. Ich glaube, das geht mittlerweile auch nicht mehr weg, aber egal. Hier ist Dunkelstreif nochmal. Die zwei werden auch vorerst in der Sammlung bleiben.
Ich finde sie immer noch sehr cool. Weiter gehe ich jetzt nicht auf die beiden ein. Ich habe sie ja schon im letzten Video gezeigt. Bei Riesenstern bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob er schon im letzten Video mit dabei war. Aber ich zeige ihn jetzt einfach nochmal. Ich habe tatsächlich sein Design abgeleitet von einer Zeichnung auf einem Buchcover. Ich glaube von Riesensterns Rache. Deshalb sieht er jetzt doch etwas ulkig aus mit dem Fleck, der hier so über die Seite geht. Ich glaube, er hatte auch früher mal einen Fleck über dem Rücken, den habe ich dann aber weggemacht, weil er irgendwie merkwürdig aussah. Er ist modelliert worden auf der Siamkatze von, ich glaube, Papo. Lasst mich nicht lügen, ich glaube, es war Papo. Die gab es nicht sehr lange und ärgert mich, dass ich nicht mehr von dem Modell kaufen konnte, weil das Modell einfach ultra cool ist. Aber ja, ich habe den Schwanz neu gecastet, weil der hing so nach unten und jetzt habe ich dem einen wirklich sehr, sehr langen Schwanz verpasst. Und ja, habe ihn schwarz-weiß angemalt mit gelben Augen und ja, ich finde, man erkennt Riesenstern sehr gut. Ich hatte ihn mir tatsächlich ein bisschen muskulöser vorgestellt, aber ja, wer Riesensterns Rache gelesen hat, der weiß, dass Riesenstern eigentlich eher ein schlanker Kater mit sehr langen Beinen ist. Er ist ein schneller Moorläufer, deshalb hat dann doch das etwas langbeinigere Modell besser zu ihm gepasst. So steht er jetzt bei mir im Regal auf der Windclan-Seite. So, hier haben wir die beiden Brüder, einmal Eichenherz und einmal Schiefstern, einmal Streifenstern. Ja, man merkt, ich bin so ein bisschen mehr in den englischen Namen drin, da heißt er nämlich Crooked Star. Dass er im Deutschen komplett umbenannt wurde, das finde ich aber eigentlich schöner. Ich habe tatsächlich aus irgendeinem Hirnpups heraus Eichenherz grüne Augen gemacht. Für mich hatte er immer grüne Augen, ich weiß es nicht, er wird aber beschrieben mit bernsteinfarbenen, deshalb ist das Design vielleicht ein bisschen falsch. Aber gut, ich bemale sie so, wie ich sie mir vorstelle, deshalb nicht so schlimm. Er ist ein rotbrauner Kater ohne Streifen und hat so ein bisschen hell um die Augen herum. Sieht man auch schön das Muster in seinem Gesicht und die schönen grünen Augen. Ich finde tatsächlich, die Farbe steht dem Modell sehr gut. Das ist das gleiche Modell, auf dem ich auch Schwarzstern gemacht habe. Und er hat so ganz leicht kaum sichtbare Tigerungen oben an der Stirn. Aber am Rest des Körpers ist er einfach nur rotbraun. Und er hat tatsächlich die Pfotentapsen unten dran. Die sind ein bisschen verwischt, dadurch, dass das Modell jetzt wirklich schon sehr alt ist. Und sein Bruder hier, der hat tatsächlich auch diesen typischen schiefen Kiefer. Bei Streifenstern durfte das natürlich nicht fehlen. Er hat einen gebrochenen Kiefer. Das war gar nicht so schwierig bei dem Modell. Ich hatte es mir eigentlich schwieriger vorgestellt. Jetzt hat er eben die heraushängende Zunge, den schiefen Kiefer mit dem einen hervorstehenden Zahn und ebenfalls grüne Augen. Ich wollte, dass die beiden Brüder sich sehr ähnlich sehen, deshalb haben sie die gleiche Grundfarbe bekommen. Aber dadurch, dass Streifenstern eben Streifenstern heißt, habe ich ihm hier noch eine schöne Tigerscheckung aufgemalt. So sehen die beiden dann doch recht harmonisch nebeneinander aus. Man erkennt auf jeden Fall, dass sie zusammengehören. Beide Modelle sind von Bullyland. Das eine ist diese buckelnde Katze und der ganz normale Hauskater. Ich finde, die beiden Gesichter sind total niedlich. Weiß nicht warum, aber ich will Streifenstern einfach knuddeln. Er sieht so ultra süß aus. Also ja, schade, dass es die beiden Modelle nicht mehr gibt von Bullyland, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die rechtzeitig gefunden habe, damit ich die beiden Brüder hier drauf verewigen konnte. Wir bleiben erstmal im Flussclan und ja, ich glaube, dieses Design ist so ein bisschen umstritten, aber ich fand es einfach so schön. Ich habe es jetzt mittlerweile in schon einigen Maps gesehen und für mich passt es einfach wie die Faust aufs Auge. Das ist Mottenflügel und dadurch, dass ihre Mutter Sascha eine Siamkatze war, fand ich es ziemlich cool, dass sie eine Collarpoint-Katze sein könnte. Deshalb ist sie jetzt eine rot getigerte Collarpoint-Katze. Collarpoint ist quasi so ein Teil-Albinismus. Da haben die Katzen eben relativ helles Fell an Rücken und Beinen und zu den Pfoten hin wird es dann wieder dunkler und im Gesicht und an den Ohren und eben am Schwanz. Das ist quasi genau die Farbe, die eine Siamkatze hat, nur mit einer anderen Grundfarbe drunter. Und ja, die Farbe hat mir einfach auf ihr so gut gefallen. Und ich finde, das Modell passt so gut zu Mottenflügel. Es ist übrigens das gleiche Modell, aus dem ich auch Leopardenstern gemacht habe. Ich habe sie ziemlich stark gecastet, also sie hat neues Fell bekommen, einen neuen Schwanz, eine neue Kopfhaltung. Jetzt sieht sie einfach so, so niedlich aus. Ich habe auch so ein schönes Foto von ihr gemacht damals, wo sie am Bach entlangläuft und man sieht so ein bisschen ihre Spiegelung noch im Wasser. Also ist tatsächlich eins meiner Lieblingscasts von Warrior Cats bei mir in der Sammlung, weil sie einfach echt Ausdruck hat. Und einfach irgendwie was Besonderes ist. Ich mag sie. Ich mag ihre niedliche Ausstrahlung. Es ist halt einfach ein bisschen traurig, dass sie so viel größer ist als ihr Bruder.
Eigentlich sollte Habichtfrost der größere, stärkere Kater sein, aber ja, jetzt ist es halt einfach genau andersrum, weil das Modell von Mottenflügel ist einfach so viel größer. Aber trotzdem, ich finde die zwei echt niedlich. Ich brauche noch eine Sascha, die habe ich leider noch nicht. Aber ja, ich mag das Design. Ich fand die Idee ultra cool in den ganzen Maps auf YouTube. Deshalb dachte ich mir, hey, egal ob sie einfach als golden getigerte Kätzchen dargestellt wird, ich mache sie jetzt einfach so, weil so schaut sie für mich einfach, ja, plausibel aus. Was sagt ihr dazu? Oder stellt ihr euch sie quasi mehr in die Richtung vor? Damit kommen wir auch schon zu dieser unfassbaren Nervensäge. Ich glaube, das ist eines meiner neuesten Customs tatsächlich. Das ist Bärennase. Und ich glaube, das Modell habe ich bekommen, da hat der Schwanz schon gefehlt und ich habe mir dann gedacht, hey, warum nicht einfach Bärennase draus machen? Ich habe die Kopfhaltung geändert, das war die britisch kurzer oder American Short Hair von Schleich und ja, ich habe dem die Ohren zur Seite gekastet und das Maul aufgekastet. Jetzt guckt er einfach so sassy in die Kamera und ich finde, das passt einfach unfassbar gut zu ihm. Bärennase ist ja ein zumindest anfangs ein recht vorlauter Charakter, deshalb dachte ich, hey, kannst du dem ruhig ein etwas ausdrucksstärkeres Modell verpassen und deshalb, ja, sieht er jetzt so aus. Er ist ein relativ heller, sandfarbener Kater mit sozusagen fast so einer cremeartigen Grundfarbe und dann habe ich einfach dieses Tigerstreifenmuster drauf gemalt. Ich weiß nicht, ob das Muster mir bei dem so gut gelungen ist. Keine Ahnung, aber ich denke, man erkennt, worauf ich hinaus wollte bei ihm. Am liebsten habe ich tatsächlich immer noch sein Gesicht, weil das wirklich sehr ausdrucksstark ist. Er guckt einen so an und du denkst dir schon so... hat sehr viel Spaß gemacht, ihn zu bemalen. Und ja, das Maul war allerdings echt schwierig zu kasten mit diesen winzigen Zähnen. Ich meine, ihr seht es im so Vergleich zu meinem Daumennagel jetzt hier. Also der ist wirklich sehr filigran, deshalb, ja, aber Bärennase, Leute, Bärennase. Einer der ersten Namen, wo ich mir bei Warrior Cats echt dachte so, was? Aber die Namen werden ja mit zunehmenden Staffeln echt nicht besser. Ich sag nur Zweigast. So, damit kommen wir zur lieben Lichtherz. Ich liebe Lichtherz. Ich mache keinen Hehl daraus. Ich habe sie schon immer geliebt. Auch als sie noch Maispfote hieß, war sie immer schon so ein Charakter, wo ich mir dachte, oh, ich finde sie so toll. Und ich war einfach am Boden zerstört, als ihr Gesicht dann von den Hunden zerfleischt wurde. Deshalb, ich habe sie gecastet auf einem... Ist das jetzt ein Safari-Modell? Ich glaube, es ist ein Safari-Modell. Aber ja, lasst mich nicht lügen. Ich weiß es nicht mehr genau. Sie steht recht freundlich da mit erhobenem Schwanz, aufgestellten Öhrchen. So als ob sie sich freut, denjenigen, der da auf sie zukommt, zu sehen. Ich habe ihr das Auge weggekastet und ja, so ein bisschen mit Narben versehen. Da ist schon wieder ein bisschen Fell rübergewachsen. Also es ist nicht komplett rosa, die Gesichtshälfte, aber man sieht noch die Stelle, wo das Auge mal war. Das andere Auge ist blau. Ich glaube, da gibt es tatsächlich auch so ein bisschen... Ja, Kontroverse, ob sie jetzt blaue, braune oder grüne Augen hat. Ich habe es jetzt einfach mal mit blauen Augen gemacht. Ich glaube, so war es auch im Wiki drin. Und ja, sie ist relativ stark weiß mit so ein paar Patches in dunkelrot. Das eine hier hat so ein bisschen Herzform, fällt mir gerade auf. Ultra süß. Ja, und ich liebe sie einfach. Also Lichtherz ist einfach so ein super, super niedlicher Charakter. Und ich glaube, wenn sie in den Büchern irgendwann dann mal stirbt, dann werde ich wirklich weinen. Sie lebt doch noch, oder? Sie ist ja jetzt mittlerweile schon ziemlich lange im Bau der Ältesten. Deshalb, ja, ich habe ja aufgehört, der zweiten Staffel zu lesen. Alles andere, was ich weiß, weiß ich aus Maps und Foren. Deshalb, vergebt mir. Lichtherz, meine Lieben. Ich habe leider immer noch keinen Wolkenschweif. Das muss ich aber irgendwann ändern. Ich muss nur noch das richtige Modell dafür finden. Vielleicht mache ich Wolkenschweif auch einfach aus diesem Modell hier. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo eins davon und es würde einfach echt gut dazu passen. Denke ich jedenfalls. Sagt mir einfach mal, was ihr dazu meint. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, aus welchem Modell ich Wolkenschweif super machen könnte. Dann haben wir hier ein Modell, das ich persönlich gar nicht mal mehr so toll finde. Ich
mag aber auch dieses Katzenmodell von Schleich tatsächlich nicht so gerne. Das ist die Maine Coon Katze. Das hier ist Taubenflu. Ich habe sie mit grünen Augen gemacht, falls ihr euch fragt. Beziehungsweise, ja, vielleicht sehen sie auf dem Video jetzt blau aus, aber eigentlich ist es so ein Türkis, würde ich jetzt mal behaupten. So, dass man nicht so wirklich sagen kann, ob sie jetzt blau oder grün sind. Ich bin ein bisschen sneaky, weil ich weiß nicht, ob die Otto Normalos es mitbekommen haben, aber es gab vor einigen Jahren eine riesengroße Kontroverse darüber, ob jetzt Taubenflug grüne oder blaue Augen hat. Die einen sagen so, die anderen sagen so, selbst die Autoren sind sich nicht hundertprozentig sicher. Beschrieben wird sie relativ 50-50 in den Büchern mit blauen oder grünen Augen, deshalb habe ich jetzt einfach türkisgrüne Augen draus gemacht. Für mich sind sie eigentlich mehr grün, aber ich wusste, dass ich irgendwann wieder ein Video machen werde und dass dann Leute sagen, aber sie hat für mich blaue Augen oder Vicky hat gesagt, sie hat blaue Augen, deshalb ja. Denkt, was ihr wollt. Aber ja, Taubenflug habe ich aus der Maine Coon von Schleich gemacht. Hab ihr einen buschigen langen Schweif verpasst. Ich kann nicht sprechen. Ich habe ihr einen buschigen langen Schweif verpasst. Hier die Pfötchen und ich habe ihr das Fell nochmal so ein bisschen, ja, angepasst, gekastet. Hab die Halshaltung geändert in so ein, ja, sie guckt so ein bisschen bedröppelt, so ein bisschen aufmerksam, mysteriös. Aber ja, es passt, denke ich, ganz gut zu Taubenflug. Ich habe leider immer noch keine richtige Efeusee, aber ja, vielleicht kommt das in den kommenden Jahren ja noch. Vielleicht gibt es ja irgendwann das Modell, wo ich sage, ja, das ist definitiv eine schlanke Efeusee für mich. Die Katze, die ich im letzten Video gezeigt habe, war für viele von euch einfach keine Efeusee, obwohl sie die gleiche Farbe hatte. Deshalb mache ich die einfach nochmal neu irgendwann bei Gelegenheit. Dann kommen wir zu Geißel. Den hatte ich damals, glaube ich, in einem Repaint-Stream mit euch bemalt. Es ist ja eigentlich wirklich kein aufwendiges Modell. Einfach ein schwarzer Kater mit einer weißen Pfote, blauen Äuglein und ja gut, das Halsband in Lila. Das habe ich ihm dann noch gebastelt, so im Nachhinein. Ich habe hier auch die Hundezähne so rangeklebt. Eigentlich sind es nur Epoxy-Splitter, die ich so ein bisschen angemalt habe, aber ich finde, es sieht einfach cool aus. Viel gibt es zu ihm eigentlich nicht zu sagen. Ich hatte den damals in einem Stream gemalt, hatte aber in dem Stream, glaube ich, ein Artwork-Picture aus dem Warrior Cats Wiki benutzt und das Warrior Cats Wiki hat mich daraufhin angeschrieben, dass ich doch bitte dieses Bild rausnehmen soll. Deshalb habe ich dann irgendwann einen selbstgemalten Geißel in mein Thumbnail reingepackt. Und so ist es jetzt auch bis heute geblieben. Viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich habe ihn nicht gecastet. Er ist einfach nur der ganz normale Schleich-Hauskater, den ich bemalt habe. Ich fand, der passt ganz gut. Er ist zwar nicht winzig, es gibt halt leider keine klein skalierten Katzenmodelle von Schleich. Deshalb ist er jetzt doch einfach genauso groß wie die anderen Katzen. Er sollte eigentlich kleiner sein, ungefähr so. Aber naja, egal. Jetzt ist es, wie es ist. Und ich denke, man erkennt ihn ganz gut. Aber ich denke, vielleicht wird es in Zukunft noch ein anderes Modell geben, wenn es irgendwann mal eine kleinere Katze gibt, die gut zu ihm passt. Womit wir auch schon bei meiner absoluten Lieblingskatze in der Sammlung wären. Die hatte ich, die glaube ich, hatte ich das Modell gezeigt in einem Video? Ich hatte, glaube ich, gezeigt, dass ich diese Katze ultra runtergeschnitzt hatte, bis auf die Beine runter und das Fell habe ich einfach komplett neu drauf modelliert. Das ist Gelbzahn, meine Lieben. Ich denke, es gibt kein Modell, das besser die liebe Gelbzahn darstellt als das hier. Gelbzahn ist aus der Papo-Perser-Katze entstanden. Ich habe bis, glaube ich, auf den Kopf und die ganz unteren Pfotenspitzen alles neu gecastet bei diesem Modell. Nur noch so die Grundpose von dem Modell ist vorhanden. Sie wird ja beschrieben als zottelige, abgemagerte, stinkende, vernarbte Katze. Deshalb habe ich versucht, dieser Beschreibung mit dem Cast sehr gut wettzuwerden. Das Gesicht habe ich dann auch nochmal so ein bisschen verändert, habe ihr das Maul so ein bisschen aufgekastet, damit hier so ein Zahn unten rausgucken kann. Sie sieht einfach aus wie ich an Montagen. Okay. Ich habe mich tatsächlich bei ihrem Design auch so ein bisschen an Artworks, zumindest Official Artwork von Warrior Cats, orientiert. Da gibt es ein Artwork, Gelbzahn an so einer Blüte schnuppert und da hat sie, glaube ich, dieses Kreuz, diese kreuzförmige Narbe hier so mitten im Gesicht. An der habe ich mich orientiert und sie ist sehr zottelig. Mittlerweile würde ich das Fell wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so klobig modellieren, aber ich finde, es passt einfach zu ihr. Deshalb sei es mir vergeben. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde, das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Also man erkennt, denke ich, sofort, dass es Gelbzahn ist und ich liebe diese Katze einfach. Sie ist auf ihre ganz eigene Art und Weise ziemlich cool. Als nächstes hätten wir die liebe Ahornschatten. Ja,
Ich stehe auf meine Bad Girls oder Bad Boys aus Warrior Cats. Ich musste sie einfach machen. Das Modell stand relativ lange so halb gecastet bei mir rum und es sollte eigentlich gar nicht auch ein Schatten werden in erster Linie. Aber da ich dann einfach nicht dazu gekommen bin, was anderes draus zu machen, habe ich einfach gedacht, okay, machst du was komplett anderes draus als das, was zuerst geplant war. Und deshalb wurde dann am Ende Ahornschatten draus. Ich muss sagen, ja, ich mag Ahornschatten sehr gerne in ihrem Buch, auch wenn es ihr echt dreckig geht und sie ziemlich böse ist, aber wir alle kennen es und lieben es, unsere Bad Boys und Bad Guys und Bad Girls und wie auch immer. Ich mag Ahornschatten. Deshalb musste sie auch dringend einfach ein eigenes Modell bekommen. Sie ist entstanden aus der Karthäuserkatze von Papo. Ich habe ihr die Körperhaltung quasi gecastet, einen neuen Schweif gemacht. Das Fell habe ich länger gecastet, also sie hat jetzt wirklich sehr, ja, so langes, glattes Fell. Und sie hat das Maul aufgecastet bekommen, die Ohren so nach hinten, damit sie grimmig faucht. Ja, und dann habe ich sie bemalt. Und ich hoffe, ihr habt sie direkt auf Anhieb erkannt. Wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen, der sie nicht erkannt hat. Ist auch egal. Sie wird ja auch immer wieder anders beschrieben. Sie hat allerdings in den Büchern einen langen weißen Schweif. Den habe ich tatsächlich auch hier so drauf gemalt, obwohl sie hier oben noch so einen kleinen Patch an Rot und Schwarz hat. Ja, und im Gesicht hat sie einige Kampfnarben. Und ja, ich habe ihr eben auch das Maul aufgekastet mit Zähnen unten, damit sie richtig schön faucht und gefährlich aussieht. Die gute Ahornschatten oder die böse Ahornschatten, je nachdem, wie man es sieht. Sie ist eine meiner Lieblingskatzen in der Sammlung, weil sie echt viel Ausdruck hat. Das sage ich gerne, aber es ist halt wirklich so. Es muss kein guter Cast sein, damit ich sage, hey, die Katze, die hat irgendwie was. Oder allgemein das Tier, das hat irgendwie was. Sagt mir doch einfach mal, was ihr davon haltet. Habt ihr sie erkannt? Oder dachtet ihr erstmal so, okay, wer ist das jetzt? Das würde mich sehr interessieren. Ein Cast, zu dem ich eine unfassbare Hassliebe verbinde, weil er irgendwie echt merkwürdig ist. Den habe ich gemacht, als damals das Ready As I'll Ever Be Map rauskam. Windpelz. Mit seinem Spikes hier oben, mit seinem gesträubten Nackenfell. Es sieht irgendwie aus wie so eine Drachenkatze, ich weiß nicht. Weiß ich nicht, Digga. Aber ja, Windpelz. Ja, ich habe den Hals ein bisschen runtergekastet, die Ohren nach hinten und eben das Fell da hinten so ein bisschen aufgerichtet. Er ist kein gutes Cast. Er ist einfach ein schwarzer Kater mit orangefarbenen Augen. Er ist auch, ich würde jetzt mal sagen, nicht wirklich was Besonderes, aber ich würde schon sagen, dass man Windpelz erkennt. Ich weiß es nicht. Sagt's mir, ob ihr ihn erkannt habt oder ob ihr dachtet, Drachenkatze. Ich persönlich weiß nicht, ob das Modell ewig lang so aussehen wird. Vielleicht muss ich da irgendwann nochmal ran. Aber für den Moment Windpelz, Leute. Nächste Katze bitte. Ich denke aber, diese Maus erkennt man dafür umso besser. Das ist die liebe Blattsee. Juhu. Das ist tatsächlich noch eine Katze, wo ich die Bücher noch gelesen habe, als sie vorkam. Deshalb, ja, Blattsee. Sie ist aus einem sehr alten Schleichkatzenmodell entstanden. Ich habe auch ihre Schwester Eichhornschweif gemacht. Ich habe den Kopf bei ihr so ein bisschen runtergekastet. Ja, und ich habe sie jetzt zu so einer hellen, braunen Tigerkatze gemacht. Habe ihr so ein bisschen im Gesicht auch Tigerscheckung aufgemalt. Das Maul ist sehr hell, aber nicht weiß. Bei ihr fängt das Weiß erst hier unten an der Brust an. Und ja, die Augen sind braun und ja, sie ist echt süß. Sie hat so ein Knuffgesicht, also so richtig aufgeplustertes Gesicht, als wäre sie so eine britisch Kurzhaar. Sehr niedlich. Hier ist die Tigerscheckung aufgemalt. Die geht bis runter auf den Bauch, wo das Weiß ist. Sie hat weiße Pfötchen, so wie sie auch beschrieben wird. Genau. Und keine weiße Schwanzspitze, sondern braune. Und passend zu ihr habe ich dann auch noch ihre Schwester Eichhornschweif gemacht. So, jetzt sieht man die zwei auch nochmal besser zusammen. Sie sind aus dem gleichen Modell entstanden, damit sie gut zusammenpassen, die zwei Süßen. Eichhornschweif hat natürlich ihren typischen buschigen Eichhornschweif bekommen. Was wäre sie ohne diesen? Das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt wird es doch ein bisschen besser mit dem Kasten. Ich finde, wenn man nicht direkt mit der Nase drauf gestoßen wird, würde man vielleicht nicht unbedingt sehen, dass dieser Schweif gekastet ist. Aber ja, ich finde sie echt niedlich. Das Modell ist so süß. Sehr schade, dass es das schon sehr lange nicht mehr gibt. Ich glaube, das Modell ist irgendwie von Anfang der 2000er oder Ende 1900 noch irgendwas. Also es ist schon wirklich sehr, sehr alt. Eichhornschweif hat wie Eichenherz
vielleicht sieht man es, auch so minimale Tigerung oben an der Stirn, aber am Rest des Körpers nicht. Darauf wollte ich anspielen, weil Feuerstern in vielen Artworks eben als Abyssinia-Katze dargestellt wird. Und die haben eben dieses stichelhaarige rote Fell, wo nur so ein bisschen Tigerung noch im Gesicht ist. Ich habe leider noch immer keinen ausgewachsenen Feuerstern. Das muss ich auch irgendwann ändern. Aber ja, da werde ich dann auf dieses Design auch nochmal eingehen. Und sie hat diese typischen smaragdgrünen Augen. Womit wir auch schon bei Brombeerstern wären. Er hat auch den gleichen Schweif gekastet bekommen wie Eichhornschweif. Und sie passen jetzt auch von der Größe her sehr gut zusammen. Deshalb, ja, ziemlich süß, die zwei. Ihm habe ich eben auch relativ langes Fell gekastet. Das Gesicht habe ich auch ein bisschen angepasst, obwohl ich finde, dass so diese Backen unfassbar dick geworden sind bei ihm. So im Nachhinein hätte ich da vielleicht doch noch mal so ein paar Stündchen investieren können. Hier ist die Tigerscheckung von ihm, die auch so ein bisschen besonders ist, so von der Form her. Es sieht auf jeden Fall cool aus irgendwie. Irgendwie besonders. Ja, also mit den Backen werde ich mich wahrscheinlich nicht anfreunden. Er hätte ruhig ein etwas kleineres Maul bekommen können. Aber so sieht er jetzt etwas männlicher aus. Und er hat einen kleinen weißen Fleck an der Brust. Weiß gar nicht, ob er so beschrieben wurde. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich finde, er sieht auf jeden Fall nach Brombeerkralle aus. Zumindest, wenn man ihn jetzt so... Ich denke, man erkennt ihn. Es könnte rein theoretisch auch Tigerherz sein, aber es gibt ja mittlerweile einfach so viele Tigerstern-Klone in Warrior Cats. Da bin ich mir manchmal echt nicht mehr so ganz sicher. Vielleicht, keine Ahnung, eines Tages, wenn ich einen Katzenkast mache, das mehr nach Brombeerkralle aussieht, dann wird er einfach Tigerherz umbenannt und keinen wird's interessieren. Aber schauen wir mal. Weiter geht's mit der nächsten Katze. So, jetzt haben wir hier nochmal eine relativ unspektakuläre Katze. Die habe ich bemalt auf dem Ragdoll-Modell von Schleich. Das Modell ist echt so unfassbar winzig, ne? Also, wenn man da einfach Blattsee daneben stellt. Ja, also der Kopf allein schon ist mini dagegen. Aber das hier ist Distelblatt. Ich wollte sie tatsächlich haben, um eigentlich das Trio der Geschwister voll zu kriegen, aber jetzt fehlt mir einfach Löwenblut. Ich habe Heerfeder hier, aber ja, Distelblatt war die erste, die ich gemacht habe. Einfach schwarze Katze mit grünen Augen und pinken Öhrchen. Sie hat tatsächlich so ein bisschen, ja, ein graues Näschen. Das erkennt man nicht so gut, aber es ist da. Sie hat auch graue Pfotentapsen, also sie ist nicht komplett schwarz. Ich finde, sie ist halt einfach unspektakulär, weil schwarze Katze. Deshalb, hier haben wir eine etwas spektakulärere Katze. Heerfeder, bemalt auf dem Bengalkatzenmodell von Schleich. Weil das Modell eigentlich echt niedlich ist, bis halt auf die Bemalung. Deshalb hat er jetzt hier eine neue Bemalung bekommen. Und ja, ich liebe Heerfeder. Heerfeder ist auch schon, also ich finde einfach das Konzept von einer Blindenheilerkatze total cool. Deshalb, ja, brauchte er unbedingt auch ein Modell bei mir. Er hat hier diese blinden Augen, die ich so ein bisschen mit einem grauen Star dargestellt habe. Vielleicht erkennt man es hier. Sind so ein bisschen silbrig in der Mitte, damit man erkennt, dass er nicht sehen kann. Er hat ein pinkes Näschen, so ein bisschen Tigerscheckung im Gesicht und ja, so dieses marmorierte Tigerscheckung so am Rest vom Körper. Genau, also nicht nur Streifen, sondern wirklich eher so ein Marmormuster. Das Modell an sich gefällt mir eigentlich auch echt gut. Jetzt mit der Bemalung gefällt es mir halt noch umso mehr. Ich habe noch eine Warrior Cat tatsächlich auf diesem Modell gecastet. Fand, dass es besser passt. Die werden wir gleich sehen. Aber ja, ich denke, man erkennt hier Heerfeder sehr gut darauf. Und Distelblatt daneben, denke ich, auch, dass man recht gut erkennt. Für mich hat Distelblatt etwas längeres Fell. Ja, lässt sich drüber streiten. Manche stellen sie mit etwas kürzerem Fell dar. Aber im Grunde ist das ja doch immer so ein bisschen der Fantasie überlassen. Ich glaube, auf ein paar Warrior Cats Büchern wird sie tatsächlich mit langem Fell dargestellt. Deshalb ist das bei mir wahrscheinlich irgendwie hängen geblieben. Aber ihr könnt mir gerne sagen, was ihr dazu meint. So, im letzten Video hatte ich euch, glaube ich, meine alte Blaustern vorgestellt. Die hat jetzt inzwischen ein neues Revamp bekommen. Die ist jetzt auch auf dem gleichen Modell wie Heerfeder, auf dem Bengalkatzenmodell. Das ist ein bisschen eleganter, geschmeidiger, ein bisschen
schlanker, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich fand, es passt einfach besser zu Blaustern. Den Schwanz habe ich hochgekastet, die Kopfhaltung ein bisschen aufmerksamer. Vorne an der Brust hat sie jetzt so ein bisschen Flausch bekommen. Lässt sich drüber streiten, ob das jetzt so gut aussieht, aber ja. Ich denke, es wird nicht das letzte Blausternmodell sein, was ich mache. Ich versuche sie immer so ein bisschen up-to-date zu halten, die Katzen, um zu gucken, okay, so hat es damals ausgesehen, was ich da gemalt habe und so würde es heute aussehen, wenn ich das gleiche Kast nochmal mache. Aber ich finde, vom Kopf her ist es definitiv mehr Blaustern als das letzte Modell. Sie hat so ein bisschen Silber um die Schnauze, ihre großen blauen Augen und sie hat auch wieder ihre Narbe über der Schulter. Wie gesagt, hier so ein bisschen Fluff vorne an der Brust. Tatsächlich wird Blaustern mittlerweile auf der Website mit komplett langem Fell dargestellt, aber das fühle ich irgendwie so überhaupt nicht. Für mich war sie schon immer eine dünne, kurzhaarige Katze und das wird sie auch immer bleiben. Deshalb kann es gut sein, dass ich ein ähnliches Cast von ihr nochmal mache, nur ohne eben den Fluff an der Brust, weil, weiß nicht, sehe ich irgendwie nicht so richtig auf ihr. Aber da könnt ihr mir gerne auch eure Meinung dazu schreiben. Hier nochmal neben Löwenherz und Rotschweif. Ich denke ja, also man erkennt sie auf jeden Fall als Blaustern. Deshalb wird sie jetzt auch erstmal so bleiben. Dann habe ich es tatsächlich fertiggebracht, eine erwachsene Variante vom lieben Rabenpfote zu machen. Also hier haben wir den kleinen und hier nochmal in groß mit grünen Augen. Den hier habe ich damals mit braunen Augen gemacht, weil ich mir ihn beim Lesen immer mit braunen Augen vorgestellt habe. Ja, aber die offiziellen Artworks von ihm sind halt immer mit grünen Augen. Deshalb hat seine erwachsene Variante jetzt grüne Augen bekommen. Entstanden ist der auf der Abyssinia-Katze von Schleich, die dieses Jahr rauskam. Und ich habe eben den Kopf so ein bisschen nach unten gekastet, als ob er irgendwas sieht, aber sich so ein bisschen duckt. Und ja, ich finde, das passt einfach sehr gut zu Rabenpfote. Dieser langbeinige, abgemagerte Körper, so ein bisschen schüchtern guckend. Er ist echt niedlich. Und ich glaube, es gibt kein passenderes Modell als das hier. Deshalb ist er zwar eine schwarze Katze, die eigentlich unspektakulär aussieht, aber ich finde, man erkennt auf jeden Fall, dass es Rabenpfote sein soll. Die großen Ohren. Oh, ich will ihn einfach knuddeln. Rabenpfote ist echt so ein Schatz. Und ich habe ihn in den Büchern auch schon immer geliebt. Deshalb musste er jetzt einfach auch noch eine erwachsene Variante bekommen. Ich versuche es tatsächlich auch noch in Zukunft für Feuerstern und für Graustreif. Aber ja, jetzt erstmal nur Rabenpfote und genau. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich dieses Modell liebe, auch wenn es einfach nur eine schwarze Katze ist. Es ist einfach so ultra niedlich. Dann haben wir ein etwas stärker gekastetes Modell. Das ist Wurzellicht. Ich weiß gar nicht, in welcher Staffel sie vorkam. Ich habe die Bücher auf jeden Fall nicht gelesen, aber als ich rausgefunden habe, dass es eine gelähmte Katze gibt, war ich hooked, muss ich sagen. Wurzellicht ist eine braune Katze mit blauen Augen, soweit ich weiß. Ich habe sie gekastet aus so einem alten 2005er Schleichkatzen. Katzenmodell, das ich auch in Silver Light verwendet habe. Und eigentlich ist von dem Modell bis auf den Kopf nicht mehr so viel übrig geblieben. Also der Rest ist tatsächlich relativ stark gekastet. Die Hinterbeine, der Schwanz, ja, ich glaube, den Schwanz habe ich noch gelassen. Aber ja, Teile der Pfoten sind noch vorhanden, aber der Rest ist eigentlich, ja, da ist nicht mehr viel von übrig. Sie hat jetzt blaue Augen und eine ähnliche Färbung wie hier der gute Eichenherz. Nur sieht man jetzt halt, okay, Eichenherz würde heute wahrscheinlich bei mir auch eher so in die Richtung aussehen und nicht so. Also man sieht auf jeden Fall einen Fortschritt so von den Cast- und Repaint-Fähigkeiten. Dann habe ich eben sie hier zu so in so eine liegende Pose gebracht. So kriecht sie ja quasi auch in den Büchern durchs Lager. Deshalb habe ich versucht, das möglichst realistisch darzustellen. Das Modell ist irgendwie besonders, auch wenn die Farbe von ihr jetzt halt nicht so ultra besonders ist, aber dadurch, dass sie diese süße Pose hat, ist sie auf jeden Fall ein Hingucker im Regal. Und sie ist echt niedlich. All die Katzen aus Warrior Cats, die nicht super perfekt sind, haben einfach einen großen Platz in meinem Herzen, wie man sieht. Also ihr werdet auch gleich noch sehen, es kommt noch eine Katze dazu, die in dieses Schema reinpasst. Deshalb, ja, bleibt gespannt. Denn wenn man an Donnerclan-Katzen denkt, dann darf natürlich Rußpelz nicht fehlen. Ich drehe sie mal rum, dann seht ihr auch, hat sie die Narben an ihrem verletzten Bein, als sie vom Auto angefahren wurde. Ja, und ich habe sie gekastet auf diesem Schleich-Siam-Katzenmodell, was vor ein paar Jahren rauskam als User-Voted Animal. Das Modell ist total niedlich. Ich finde es schade, dass es nicht länger im Sortiment war, weil es echt so niedlich war. Aber
Deshalb, ich habe es ein paar Mal gekauft und jetzt habe ich da die gute Rußpelz drauf gekastet, weil ich fand, es passt einfach sehr gut zu ihr. Sowohl vom Gesicht als auch vom Körperbau ist es genau so, wie ich mir Rußpelz einfach immer vorgestellt habe. Und dann habe ich ihr gebrochenes Bein eben ein bisschen angedeutet. Eigentlich dürfte sie keine Narben an dem Bein haben, weil wenn ein Knochen bricht, dann reißt ja nicht die Haut auf normalerweise. Deshalb ist die Darstellung von ihr immer so ein bisschen, weiß nicht. Aber ich hatte es zum ersten ohne Narben. Und dann hat man einfach gedacht, okay, da hat jemand das Bein komisch gekastet, weil es einfach schief war, was ja auch richtig ist, aber ich wollte es dann mit den Narben quasi andeuten, okay, da ist irgendwas passiert, deshalb ist das Bein schief, sonst hätte ich die Narben einfach weggelassen. Aber ja, ihr seht, es bildet sich ein Muster, die ganzen Katzen mit ihren persönlichen kleinen Mäkeln und Fehlern, ich sag's ja, haben einen Platz in meinem Herzen und Rußpelz ist da keine Ausnahme. Sie ist tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsheilerkatzen neben Gelbzahn. So, jetzt sind wir tatsächlich schon bei der vorletzten Katze. Da hätten wir Aschenpelz, den kleinen Mother. Ich mag Aschenpelz eigentlich ziemlich gerne als Villain. Nicht nur, weil er mich extrem an Clive erinnert, sondern wie sie ihn einfach nochmal zurückgebracht haben, ist ultra kreativ. Ich fand das super. Deshalb, ja, Aschenpelz brauchte auf jeden Fall ein Modell. Es war halt nur irgendwie schwierig, sich an das, ja, an die Beschreibung, an die Charakterbeschreibung zu halten, weil es gibt eigentlich keine grauen Katzen mit dunkleren grauen Flecken. Deshalb habe ich ihn jetzt einfach mit der Fellmusterung von einer ägyptischen Mau gemacht. Ja, ich finde, das passt eigentlich relativ gut zu ihm. Da hat man so ein bisschen dieses getüpfelte Muster und gleichzeitig ist er trotzdem noch silbergrau. Also, ja, zumindest laut Charakterbeschreibung ist das wahrscheinlich das, was am nächsten rankommt. Er hat blaue Augen, eine leicht rosa Nase. Hier unten am Bauch sind auch noch so ein bisschen hellgraue Tüpfelchen. Er hat schwarze Pfötchen mit grauen Pfotentatzen. Und oben an der Stirn hat er dieses etwas, ja, noch so Streifenmuster, was dann hier im Rücken in Tupfen übergeht. Und ja, ich denke auf jeden Fall, dass man ihn ganz gut erkennen kann. Ich weiß nicht, habt ihr ihn erkannt? Dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Und genau, ich finde tatsächlich von allen Warrior Cats Casts ist er so mit einer vom Design, der mir am besten gefällt. Ich finde das Design von Ahornschatten sehr cool. Ich finde das Design von, wie heißt er, Heerfeder sehr cool. Aber er ist tatsächlich auch noch mit einer meiner absoluten Top-Favoriten. Und wo ich persönlich sage, man erkennt ihn noch mit am besten. So, ich gebe euch jetzt ungefähr 3 Sekunden, um zu erraten, wer das hier ist. Ja, es gibt eine Restwahrscheinlichkeit, dass ihr sie für Bernsteinpelz haltet, aber es ist nicht Bernsteinpelz. Es soll Tüpfelblatt sein. Tüpfelblatt ist ja eigentlich rot und schwarz gemustert, aber ich finde, so mit dieser grauen Tigerscheckung reingemixt mit Rot sieht sie echt niedlich aus. Vermutlich hätte ich dieses Design mir für Bernsteinpelz aufheben sollen, habe ich Tüpfelblatt jetzt auf diesem, ich glaube, das ist das gleiche Modell wie er hier, habe ich auf diesem Modell jetzt gecastet und ich finde, mit der Farbe erkenne ich sie persönlich als Tüpfelblatt einfach am besten. Ja, weiß nicht, was ihr davon haltet, ist ein Hot Take, aber ja, ich muss sagen, sie ist noch mit eine der gelungensten Warrior Cats, die ich je gemacht habe. Sie ist nicht die neueste, also der neueste ist tatsächlich er hier. So von der Scheckung her, glaube ich, habe ich sie ganz gut getroffen und ich mag Tüpfelblatt. Also es gibt ja mittlerweile Leute, die sie für eine Mary Sue halten, weil sie einfach so perfekt ist und innerhalb von, keine Ahnung, 4 Wochen hat sie sich total in Feuerherz verknallt, was merkwürdig war, weil er ein Schüler war und sie schon erwachsen und egal. Sophie.exe funktioniert nicht mehr. Jedenfalls muss, danke Luis, halt du Spatz. Jedenfalls musste ich sie einfach als Modell verewigen. Sie ist echt niedlich. Ich mag ihren Charakter. Ich finde es cool, dass sie im Sternenclan dann trotzdem immer noch für Feuerherz da war. Und ja, so als Unterstützung und Hilfe für unseren geliebten Hauskater fungiert hat. Ja, Tüpfelblatt, meine Lieben. So, hier sieht man die Süßen jetzt alle nochmal auf einen Blick. Sie passen leider gar nicht alle so richtig schön auf meinen Glitzerhintergrund, weil es echt mittlerweile so unfassbar viele geworden sind. Aber ja,
Jetzt habt ihr nochmal einen Überblick, wie viele Warrior Cats Customs ich eigentlich besitze. Und ja, ich habe auch noch so ein paar in der Pipeline, wo ich allerdings noch nicht so richtig weiß, welche Warrior Cats ich in Zukunft noch machen möchte. Deshalb, wenn ihr irgendwelche Lieblingscharaktere habt, die ihr unbedingt noch verewigt sehen wollt, dann schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Vielleicht sind sie im nächsten Update in 5-6 Jahren mit dabei. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, meine lieben Sammys. Tschüss.